Tolles Wetter, toller Ausblick und herrliche Fotomotive. Grüß Gott bei einer neuen Ausgabe der Sendung Sprechakte. Das, was Sie im Hintergrund sehen, gehört unseren heutigen Gesprächspartnern. Alles Dinge, die man für tolle Fotos braucht. Ich darf heute das Fototeam Wachau, den Manuel Wimmer und Dominik Surböck bei mir begrüßen. Die Location haben sich die beiden gewünscht, um gleich zu zeigen, wo sie hauptsächlich als Fotografen unterwegs sind. Gleich zu meiner ersten Frage. Manuel, Dominik, stellt euch einmal kurz für unsere Zuseher vor. Hallo, ich bin der Manuel, ich habe 3 Kinder und Lebensgefährtin, war heute in der Föstingrems und bin im Herzen in Stein zu Hause. Hallo, ich bin der Dominik, ich komme auch wie der Manuel aus Krems, arbeite hier in einer Konditorei. Dann, wie wir ja festgestellt haben, ihr habt euch der Fotografie verschrieben. Was hat das Fotografie in eurem Leben für einen Stellenwert? Ja, das Fotografieren ist eigentlich ein Hobby oder eigentlich ein Ausgleich zur Arbeit. Ja. Wenn wir Zeit haben, treffen sie und unternehmen gemeinsam was und fahren durch die Wachau meistens, suchen sie schöne Objekte aus. Ja. Und wie viel Zeit nimmt das Fotografieren so? Es ist ja, wie wir gehört haben, ihr habt beide einen normalen, also einen Brotberuf. Wie viel Zeit nimmt das in Anspruch? Das kommt natürlich immer darauf an. Also man kann sagen, wir treffen uns jetzt nicht regelmäßig pro Woche, sondern wie das Wetter ist, wie die Sonne steht, wie es ist, treffen wir uns einen Tag, einmal einen ganzen Tag oder eine Woche lang nicht. Es ist ganz unterschiedlich, man kann nicht eine gewisse Zeit da sagen. Ja. Man kann aber auch sagen, man kann ein Motiv nicht erzwingen. Oder kann man, oder gibt es die Möglichkeit, dass man jetzt sagt, ich möchte jetzt ein tolles Motiv haben und jetzt baue ich mir das alles drumherum so auf, dass das Endprodukt dann so ist? Oder nimmt man das, was kommt die drauf an. Bei der Landschafts- und Naturfotografie ist das eher, sagen wir mal, unwahrscheinlich. Ja. Man fährt dann schon 3-4 Mal vielleicht und sein muss hin und schaut, ob es jetzt passt. Also es ist schwer, bei Porträtaufnahmen kann ich mit gutem Licht, gute Einstellung das machen. Ja, meine Frage geht halt in die Richtung, die Medien oder die Möglichkeiten sind ja in den letzten Jahren gewaltig gestiegen. Jedes Handy hat HD-Aufnahmen, jeder gibt das Foto ins Facebook. Ist ein Fotograf jetzt überhaupt noch, hat der noch einen gewissen Stellenwert? Natürlich ist es so, dass die Fotografie in den letzten Jahren um einiges einfacher geworden ist. Für alle, die anfangen zum Fotografieren. Früher war ein Fotograf ein Mensch, der nur mit Filmen um und um gerannt ist, hat selber entwickelt zu Hause, hat ein Labor gehabt und. Das ist heute natürlich sehr, sehr viel einfacher, weil man hat Spiegelreflexkameras, die schon relativ günstig sind. Man hat Computersysteme, die man sich gratis runterladen kann. Es ist für einen Einsteiger um einiges einfacher, sagen wir es so. Für die Profis natürlich auch, weil jeder ein Foto machen kann. Aber Manuel, wenn ich jetzt so eure Fotos mal anschaue, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass ich jetzt ein Fotoapparat in die Hand nehme und das genauso kann. Man muss ja eine gewisse Zeit mit seiner Kamera auseinandersetzen und befassen. Und dann, sag ich mal, wird man es mit der Zeit lernen, aber man muss ja das Auge für das Objekt auch haben. Das wollte ich gerade ansprechen. Man braucht ja, ich kann jetzt nicht den Fotoapparat nehmen, lege an und drücke ab. Obwohl man oft sagt, die besten Motive sind die, die man nicht gemacht hat. Stimmt das? Wo man die Kamera nicht mit hat? Jein. Man muss irgendwann, vor allem wenn man schon sehr, sehr lang fotografiert und sich sehr viel mit der Materie befasst, muss man irgendwann einmal denken, umschalten und sagen, gut, das genieße ich jetzt und ich bin mir jetzt nicht sauer, dass ich die Kamera nicht mit habe. Also so geht es mir so. Ja, kann man schon sagen, man hat nicht immer die Kamera mit, wie das schon faktisch angewachsen ist und sagt, ich muss jetzt alles fotografieren. Nein, das ist es also ganz und gar nicht, weil dann kommen die gar nicht mehr raus, sondern ich sehe das als Ausgleich. Ich möchte heute das Foto haben. Ich möchte mir heute so ein Foto machen, wenn ich das mal vorstellen kann, kann ich es machen. Jetzt hätte ich eine Frage als doch, wir machen zwar Fernsehen, aber das hat mit Foto relativ wenig zu tun.
Wenn ich jetzt zum Beispiel in der Früh die Morgensonne, die Sonne geht auf, dann habe ich oft das Gefühl, das ist jetzt ganz herrlich. Mein Auge sieht das toll, ich mache jetzt ein Foto und dann denke ich mir, naja, war eigentlich nicht so. Sieht das Auge anders als der Fotoapparat? Auf alle Fälle. Ja. Gerade bei solchen Sachen, wenn ich sehe, ich sehe jetzt den Sonnenaufgang, ist es für uns Fotografen schon so, dass wir zu dem Zeitpunkt schon nicht daheim mehr sind, sondern irgendwo, wo wir diesen Moment ganz besonders einfangen können. Und das mit Licht malen ist ja an und für sich unser Beruf. Und das in der Nachbearbeitung nur ein bisschen zu erhöhen, das zu machen, woraus dann das eigentliche gute Foto ist, das ist gerade das Besondere. Jetzt habe ich auf der Homepage gelesen, Natur, Landschaft und Menschen stehen bei euch im Mittelpunkt. Was überwiegt? Was macht ihr lieber? Überwiegend tut Natur und Landschaft, natürlich. Mit Menschen haben wir schon einiges gemacht, ja. War ganz nett, ist auch immer wieder ganz nett und ja. Es ist eine ganz andere Komponente als die Landschaftsfotografie. Es ist nicht so, ein Fotograf kann alles machen. Ist es nicht. Weil wenn ich ein Landschaftsfotograf bin, dann bilde ich mich genau in die Sparte weiter, habe Objektive genau für die Sparte. Und die passen dann für Porträtfotos dann nicht so. Und deswegen ist es auch sehr schwer, alle diese Bereiche unter einen Hut zu bringen. Was ist schwieriger? Schwieriger zu sagen, es ist schwer zu sagen. Man muss wenn man Landschaftsfotograf ist, muss man viel Sachen berücksichtigen, die man nicht beeinflussen kann. Wie Wetter, wie die Uhrzeit, wie das Licht generell. Diese Sachen kann man nicht beeinflussen, da muss man sich nach allen diesen Kriterien richten. Bei der Modelfotografie ist es eher so, dass man sich mit den Menschen, die man fotografiert, absprechen muss. Man muss wissen, was sollen sie tun, wie sollen sie es tun. Natürlich, wenn man professionelle Models hat, die wissen schon ungefähr, wie sie sich hinstellen sollen. Aber das ist sehr oft nicht der Fall, sondern man muss ihnen sagen, mach das, schau vielleicht einmal da um mich, da um mich. Und auch diese Sachen wollen wirklich gelernt sein und müssen gekonnt sein. Wie ist denn das, wenn ihr gemeinsam unterwegs seid? Gibt es da, fotografiert jeder sein Ding oder gibt es da, sagt man, schau ja, das könnte man so machen oder das so? Oder seid ihr ein Team, aber trotzdem Individualisten? Wir sind ein individuelles Team. Also jeder von uns macht das Foto, wie er selber für sich am besten glaubt. Ja. Aber wir arbeiten auch in gewissen Sachen einfach zusammen. Ja. Also das ist so ein bisschen was von beiden. Ja. Ja. Ja, da komme ich zu meiner nächsten Frage. Was bietet ihr für Dienstleistungen an? Grundsätzlich kann man sich bei uns jedes Foto, das man sieht, käuflich erwerben. Die ganzen Landschaftsfotografien, wenn ich sage, ich möchte mir das jetzt in die Wohnung hängen, kann man das als Privatperson, kann man uns anschreiben und sagen, ich möchte das Bild haben. Wir machen natürlich auch Fotografien für Hochzeiten, Taufen, Erstkommunionen, auch diese Sachen. Die Kontaktdaten blenden wir natürlich wie immer unten ein. Da können Sie sich erkundigen auf der Homepage, welche Leistungen das Fototeam Wachau so alles bietet. Wo geht die Reise vom Fototeam Wachau hin? Was wollt ihr erreichen? Was habt ihr für Visionen, Pläne? Einfach einmal so weitermachen, wie es bis jetzt war, dass es vor allem Spaß macht. Für beide natürlich. Für uns alle, ja. Und ja. Aber irgendwann vielleicht so weit zu professionalisieren, dass wir vielleicht einmal davon leben können. Muss jetzt nicht in die nächsten 5 Jahre sein. Kann in einer sehr, sehr langen Zeitperiode gedacht. In erster Linie machen wir das wirklich, weil es uns Spaß macht, weil wir einfach das machen wollen. Ja, das waren sehr interessante Einblicke in die Arbeit des Fototeams Wachau. Leider ist unsere Sendezeit schon wieder zu Ende. Ich darf mich bei Manuel und Dominik recht herzlich bedanken, dass wir euch besuchen durften.
Bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich fürs Zusehen. Und jetzt gibt es noch, dank Manuel und Dominik, einige Impressionen von der Arbeit des Fototeams Wachau. Dankeschön und auf Wiedersehen.